der Schwung und Stimmung auf dem frisch gewohnten Parkett herrschen. Hier ist ja schließlich kein Kaffeekränzchen im Altersheim, nicht wahr? Hier treffen sich jeden Abend die vollreifen Teenager aller Oberweiten, nicht wahr? Und die feurigen, aber gut situierten Hausmacher-Playboys mit sturmfreier Bude und sogar mit eigenem Moped, das sollten Sie ausnutzen, meine Damen. Gehen Sie ruhig ein bisschen mehr auf Tuchfühlung. Ja, und hier bei Ihnen läuft auch alles. Ja, na, sehr schön. Tango. Fehlt bloß noch rotes Licht. Ist das nicht zauberhaft? Und sie kommt sich ja auch ein wenig entgegen, ja nicht so zaghaft. Wir sind ja froh, wenn man uns überhaupt ein bisschen entgegenkommt, meine Damen, nicht wahr? Guten Abend, die Damen. Bitte, hier oben habe ich einen sehr schönen Tisch. Danke. Die Intimsphäre im vollsten Gange. Meine Herrschaften, Sie achten schon von selber auf die Tuchfühlung, nicht wahr? Und die daraus entstehenden zwischenmenschlichen Beziehungen, gell? So, na und hier, der Herr mal richtig rum um die Dame. Sie müssen die doch mal fest in den Griff bekommen, nicht wahr? Und Sie auch nicht so zaghaft anfassen. Die Dame bricht nicht gleich ab. Nein, die wirkt nur so ätherisch. Na und hier ist der Meister immer noch persönlich im Großeinsatz. Na wunderbar. Na und sind Sie auch zufrieden mit dem Herrn? Meine Dame, ist doch eine sehr schöne Stimmung hier. Bravo, Maestro, bravo, wunderbar. Hervorragend haben Sie wieder geblasen. Vielen Dank und jetzt machen wir ein kleines Päuschen vielleicht, die Herrschaften. Danke sehr. So, die Damen, einmal Schorle. Nicht zu süß, nicht zu sauer. Genau passend zum zarten Teint des Kinderbonbons. Machen Sie immer so geschmackvolle Witze? Na, bei Sekt erzähle ich sogar Wirtenverse. Na, Moment mal, Herr Ober. Ich möchte gerne mal die Temperatur prüfen, ja? Na, das zieht einem ja vielleicht die Schuhe aus. Sauerampfer Natur, was? Mindestens. Na, wenn Sie Trockenbeeren auslesen wollen, dann bringe ich Ihnen noch eine Portion Würfelzucker. Wir werden es überleben. Fräulein Kischke da drüben. Der sieht aber gut aus, nicht? Sie, ich glaube, der hat hergesehen. Ich habe eher das Gefühl, der will herkommen. Gestattet die Dame? Meint er mich? Ja. Vielen Dank. Wenigste Tanz, aber ausgezeichnet. Naja, man tut, was man kann, nicht? Die Frisur umwerfen. Ja, gefällt sie Ihnen? Die schönste im ganzen Saal. Wie? Und die Trägerin natürlich. Oh. Habe ich Ihnen wehgetan? Na, mir nicht, aber meinen Füßen. Wissen Sie, habe ich gar nicht gemerkt. Ich bin sonst kein schlechter Tänzer, kann ich wohl sagen. Ja. Ach, wohl viele Damenbekanntschaften, was? Halb so wild, alle bloß flüchtig. Na, bei mir kommen Sie jedenfalls an die verkehrte Adresse. So war das nicht gemeint. Gestatten Sie, Riebeck, Ewald Riebeck. So, Mädel, wenn Sie bei dem stürmischen Herrn zu heiß wird, dann machen Sie einfach einen obersten Knopf auf, nicht wahr? Von der Bluse oder so. Sagen Sie mal, in solchen Lokalen verkehren Sie? Ich bin das erste Mal hier. Was? Na ja, und Sie bestimmt auch. Ich habe Sie beobachtet, als Sie hereingekommen sind mit der Dame da drüben an Ihrem Tisch. So ungefähr vor einer halben Stunde. Was wollen Sie denn damit sagen? Dass Sie mir gefallen. Sie sind wirklich die Schönste. Na, na, solche Komplimente sind bei Ihnen wohl an der Tagesordnung, was? Nein, bestimmt nicht. Bestimmt. Ich bin sonst ein alter Hase. Aber bei Ihnen ist das etwas anderes. Bravo, oh, bravo. Schade. Bitte. Schenken Sie mir auch den nächsten Tanz, meine Gnädigste. Das kann ich Ihnen noch nicht versprechen, aber Sie können ja inzwischen mal einen Bittgesuch einreichen. Na, bitte. Was ich gesagt habe. Ein Herzensbrecher. Aber sowas stößt natürlich bei mir auf Beton. Sie werden ihn doch nicht abblitzen lassen. So einen gut aussehenden Mann. Hören Sie mal. Gestatten, meine Liebste. Bitte. Sie stieren nämlich so. Nur mal ran an die Dame.
dazu hat sich doch gelohnt, der heutige Abend. Wie meinen Sie denn das? Zum Wohle, die Herrschaften. Und geben Sie beim Aufstoßen Acht. Neulich hat ein Gast sein Gebiss verschluckt. Also ein Ton ist das hier. Zum Wohle, meine Damen. Prost. Auf den großartigen Zufall, der uns hier so harmonisch zusammengeführt hat. Der Zufall sind Sie gewesen, Herr Ribbeck. Ribbeck, mit IE. Nicht Ribbeck, wie der selige Ribbeck auf Ribbeck im Hafenland. Also auf so eine vornehme Verwandtschaft kann ich mich nicht berufen. Na, hoffentlich können Sie sich überhaupt auf eine Verwandtschaft berufen. Prost. Prost. Und schon geht es wieder weiter, die Herrschaften. Der Maestro hebt seinen flotten Darm. Gleich lässt er seiner Herren wieder einen streichen, und zwar einen wunderbaren. Gestatten Sie? Entschuldigen Sie, Herr Ribbeck, aber ich möchte wirklich nicht. Vielen Dank. Und Sie, meine Liebste? Lieber nicht, Herr Ribbeck. Nett von Ihnen. Wissen Sie, wenn man es jahrelang nicht gewohnt ist, soll man es nicht gleich übertreiben. Wie die Damen. Hauptsache, wir sitzen hier gemütlich beisammen. Also, ich finde es großartig, dass dieser Zufall... Ja, schon gut, das hatten wir schon mal. Ach, ich muss mich einen Moment entschuldigen, ja? Ich komme gleich wieder von einem Fischke. Warum sind Sie denn so zurückhaltend? Gefalle ich Ihnen nicht? Entschuldigen Sie bitte, aber das geht mir viel zu schnell. Sie müssen das verstehen, Herr Ribbeck. Ich bin schließlich eine Frau aus gutem Hause und ich bin es nicht gewohnt, dass ein Mann, den man gerade erst kennengelernt hat... Gerade erst? Das ist aber schamhaft untertrieben. Na ja, und dann in diesem Lokal. Ja, ich würde auch gern woanders mit Ihnen hingehen, in eine kleine Weinstube oder in eine Bar. Ja, Sie wissen doch, ich bin nicht allein. Na ja, also dann ein andermal. Aber wir müssen uns wiedersehen. Je eher, umso besser. Also bitte, jetzt werden Sie mir aber wirklich zu stürmisch. Doch, wir müssen uns wiedersehen. Bitte sagen Sie nicht nein. Also gut, von mir aus vielleicht mal an einem Sonnabend zum Tässchen Kaffee. Na ja, diesen Sonnabend. Und ich weiß schon, wo wir hingehen. Ja? In die Parkterrasse. Parkterrasse? Ja, hat mir ein Geschäftsfreund empfohlen. Genau das Richtige für uns zwei Hübschen. Na, was sagen Sie nun?